So. Wenn er speichern, kommt er so viel Farbbänder vor, das ist ja eigentlich ein Witz. Man braucht überhaupt nicht sparen, also selbst auf schwer kommt noch genug vor. So, chill. Dann kurbel dir mal schön ein. Dann schon wieder so zweideutig. Ah, das ist doch mal geile Technik. Oh, wir sind leicht verletzt, aber wir können ja uns das hier genehmigen. So, ich glaube, bei Chris hängt jetzt hier ein Flammenwerfer. Bei Jill, die bekommt gar nichts. Die hat quasi ja schon den Granatwerfer bekommen. Der ist 1000-mal besser. Also braucht jetzt nicht noch den Flammenwerfer. So ist es wieder ein bisschen gerecht hier. Ich könnte mal eine Karte von dem Ort vertragen, ansonsten. Da geht es jetzt nicht weiter, aber noch nicht. Jetzt geht's weiter hier. Na, komm jetzt mal wieder zu Atem. Was haben wir denn hier? Ein Pistolenmagazin. Das ist eigentlich das Letzte, was wir jetzt hier brauchen, aber... Ja gut, ich will mich nicht beschweren. Kommen wir am Ende vom Spiel nochmal Zombies, also von dem her... Oh, oh, oh. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Wir hätten den Granatwerfer jetzt doch gebraucht. Ach, ich möchte eigentlich... Ja, das lade ich nochmal. Das lade ich nochmal. Ich wusste jetzt nicht, dass die Spinne jetzt schon kommt. Ich dachte, die kommt später. Ich möchte dafür gerne den Granatwerfer benutzen. In der Dunkelheit lauert die Angst. Hoppalopp. Dann nimm nochmal den Granatwerfer hier, Jill. Und das tust du weg. Man kann die Spinne auch ansonsten mit der Magnum machen. Die ist ganz gut dafür. Aber die ist ja für alles so ziemlich das Beste. Ansonsten, aber ich spare mir die Magnum jetzt komplett auf. Wir werden das dann gegen Ende benutzen. Hey, Rückkommen, was geht? Was geht? Da tue ich mich gleich wieder heilen damit. Bist du fertig mit dem Zocken? Ich war ja gerade noch in deinem Stream. Moment, ich lege das mal besser ab, damit ich schneller bin. Jupp, hab's gesehen. Das freut mich. Das freut mich. So, Moment. Erstmal, yep. Wir holen das Kraut mal wieder. Hier oben. Ich meine, die Pistolen-Money. Die wir nicht brauchen, aber egal. Und dann nehmen wir den Granatwerfer. Und jetzt gehen wir den Viech Sauras. Okay, chill. Einmal hier und zweimal hier. Bin schon wieder vergiftet. Und das war's. So, hier oben ist aber noch eine Spinne, die tun wir einfach despawnen, indem wir hier
Kurz rausgehen und dann wieder reingehen. Das reicht dann schon locker aus. Ich brauche nur schnell ein Gegengift. Ja, wir haben mal wieder das zweite Kampfmesser, das wir an der Stelle extra finden, damit wir hier durchkommen. So, hier. Zack, 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 zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jill das Messer ein bisschen langsamer schwingt als Chris. Vielleicht bilde ich mir das ein. Ich glaube, in Zero ist es so, dass man da als Frau langsamer ist, aber... Oder nee, eher schneller. Ich glaube, da war es umgekehrt. Ah, hier haben wir eine Karte vom Innenhof. Dann sieht man das Ganze, was wir noch nicht haben. Und die Dingskräuter nehmen wir gleich mal. Weil sonst verliere ich hier noch alles. Okay. Und sind die Türen auch hier alle offen, weil ja mit dem Flammenwerfer nicht. Ja, ich habe vor, alle Racy-Teile zu spielen. Alle, die ich da drauf habe. Also vielleicht jetzt nicht direkt am Stück, aber ich habe eigentlich schon für mich so festgelegt, dass ich als nächstes auch das Zero dann gleich spiele. So, hier brauchen wir wieder die Kurbel. Und hier werden wir jetzt genau dreimal drehen. Ne, das ist eigentlich schon der zweite Run. Ich habe vorher als Chris gespielt und jetzt spiele ich als Jill. Und jetzt kommt mal wieder der Felsen und wir gehen hier rein. Tada. So, mal gucken, hier geht's weiter. Hier hinten haben wir noch bestimmt irgendwas Nettes. Ah ja, das sieht gut aus. Hier haben wir ein Erste-Hilfe-Spray. Ja. Können wir gleich mal verwenden. Dann geht's Chill auch wieder richtig supi. Ja, das macht schon Spaß, muss man schon sagen. Ah, und jetzt wieder hier das einfache Rätsel hier. Den komischen Ding. Wir haben jetzt hier eine Statue und hier eine andere und die müssen wir jetzt exakt hier rein platzieren. Und dazu schieben wir das jetzt einfach mal hier ein bisschen so an die Seite. Genau hier hin, wo dieses Ding da ist. Und dann können wir gleich mal wieder ein bisschen kurbeln. Mein Shell kann dann auch nichts wegziehen oder so. Sie muss hier immer wieder Tricks anwenden, um das passgenau zu machen. So, das schieben wir jetzt einfach hier auf die Mitte und dann wird es in die richtige Richtung gedreht. So, einmal und dann brauchen wir es aber noch ein zweites Mal. Sollte das eigentlich reinpassen.
Ja, passt perfekt. Und wir bekommen ein Zylinder. Das ist doch schon mal was. Und damit gehen wir jetzt zurück. Du musst schon wieder. Okay, dann musst du halt wieder. Wir müssen alle mal wieder. Kein Problem. Aber ich wünsche dir einen schönen Abend. Also, wir gehen den ganzen Weg zurück. Und ja, mein Inventar müsste ich dann auch gleich mal wieder ausmisten hier. Also, ich glaube, wir müssen... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die überhaupt die Kurbel noch brauchen. Da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher, aber wir können sie mal behalten. Tun wir das hier rauf. Wir haben so viel Muni. Das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Da bekommen wir am Schluss auf jeden Fall noch mal ein bisschen was. Das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen eigentlich bloß das hier. Ansonsten... Ja, können wir noch mal speichern. Weil wir es eben können. Eben weil wir es können. Ja, versteht ihr? Und ansonsten bleibt es erstmal so. Ja. Chill, chill, chill. Bin ich jetzt richtig? Ja, doch. Natürlich. Genau, und mit dem Zylinder, den wir jetzt hier haben, können wir den Aufzug aktivieren. Dazu nehmen wir einfach das passende Stück hier raus. Und kombinieren das Ganze. Dann können wir wieder prüfen und dann sehen wir hier an der Seite so einen Code, den man sich zusammensetzen kann. 4, 2, 3, 1. Genau, das stecken wir wieder rein. Also 4, 2, 3, 1. Und Strom ist wieder da. Ja, am Ende fügt sich das dann doch wieder alles zusammen. Und egal wie schwierig es ist, Jill bekommt am Ende das dann doch irgendwie alles hin. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Okay, sieh an. Barry kommt mit uns mit. Komm mal kurz. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Okay, okay. Ich rede aber trotzdem noch mal mit dir. I'll stay and secure our escape route. Er schießt dich. Nein, 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 so fies bin ich nicht.
Wir müssen jetzt erstmal. Naja, machen wir nochmal eine Crew her. Ja, wie gesagt, da hat sich nichts verändert. Du hast mir dein Wort gegeben, Barry, dass du jetzt erstmal hier bleibst. Ich hoffe, du hältst dich dran. Der benimmt sich immer noch seltsam die ganze Zeit, aber ja. Wir wissen ja was. Okay, lass mal's. Lisa kommt uns wieder besuchen, aber kein Problem. Der weichen wir einfach aus. Ja. Gegen die zu kämpfen ist ja sinnlos aktuell. Bisschen Heilkräuter. Immer ja damit. Dann haben wir hier noch eine Tür. Ist das jetzt die, wo ich hergekommen bin, eventuell? Nope. Okay, wir sind schon richtig. So, hier oben haben wir noch was. Das sieht man hier nicht, aber man kann hier ganz gut hochklettern. Auf leicht findet man dann sicher so einiges. Auf schwer findet man nur ein Pistolenmagazin und Batteriepack. Ich habe jetzt mittlerweile so viel Pistolenmoni, das ist schon nicht mehr normal. So, wir haben die Kiste hier und die müssen wir jetzt hier in den Ding schieben. Mit etwas Gefühl möglichst genau platzieren, weil sonst kann man es nicht transportieren, so einfach. Sollte eigentlich reichen. Ja. Jawohl. Ich kann leider nicht mitfahren, ansonsten, weil Jill bewegt sich nicht. Er ist jetzt wieder. Lisa, hier. Hast du immer noch dein Halloween-Kostüm an? Das geht doch nicht. Lisa. Dann gehen wir wieder zurück zu Barry. Barry! Hey! Er haut ab! Ja, dann war. Jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass hier was nicht stimmt. Ich glaube, er will, dass wir verrecken. Er will uns in eine Falle locken. Dieser Hund hier. So, warte mal. Ich erstmal das hier kombinieren. Und dann alles weg, was wir hier nicht brauchen. Die Gesundheit. Hier runter. Ah, warte. Wir können auch das kombinieren nochmal. Dann haben wir volle Gesundheit. Wir haben zwei volle Gesundheiten. Das reicht komplett und das tun wir wieder weg. Oh, so viel Pistolmoni. Es ist in jedem Resident Evil Teil, soweit ich das gesehen habe, irgendwie so, dass immer am Ende auch die Munition kommt, die man eigentlich schon fast gar nicht mehr braucht. Ich meine, selbst für einfache Zombies ist die Pistolmuni, ja gut, schwach möchte ich jetzt nicht sagen, aber man merkt schon, dass die einfach nicht so das Wahre ist mehr. Man benutzt eigentlich am liebsten immer so die Shotgun. Aber mit Chris hatte ich ja so gut wie gar nichts von der Shotgun. Das war ja komplett irgendwie, keine Ahnung. Fail. So, einmal den Müllschlucker hier das zerstören lassen. Und
Und siehe da, wir bekommen einen Flammenwerfer. Nur den zerstörten halt. Den bekommt ein Jill natürlich auch, weil den braucht sie, um weiterzukommen. Nichts anderes als ein Schlüsselgegenstand. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Lisa. Ja, ich werde gegen dich nicht kämpfen, Lisa, keine Sorge. Wir gehen nur hier vorbei. Wir müssen jetzt hier den Schalter drücken. Und dann möglichst schnell hier hinkommen, wo wir hin müssen. Ich bin da immer ein bisschen verwirrt, wenn ich die Wege hier gehe, aber ja, diesmal hat es geklappt gleich. Sonst ist hier nichts. Und damit sind wir in Lisas Geheimversteck, wenn man will. Was ziemlich satanisch aussieht. Hier diese Schlangen hier. Und diesen Schmuckkasten, den brauchen wir. Darin befindet sich eigentlich nur Familienfoto und kleiner Steinring. Ja, der Text ist auch ziemlich lustig. Kann man sich ja durchlesen. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Irgendwie tut mir Lisa richtig leid. Das ist das Einzige, was sie hier noch hat. Das ganze Zeug, aber... Und das ist schon traurig hier. Ich glaube, zum Teil kann sie noch denken, zum Teil auch wieder nicht. Und wir kommen hier in diesen Loch raus, wo die alte Hütte von Lisa ist, ja. Die hat sich das hier alles echt toll zusammengebaut, muss man sagen. Jo, das stecken wir hier rein, das stecken wir hier rein. Wir nehmen jetzt den Dings hier, den brauchen wir jetzt dann. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Wir können höchstens speichern. Und ansonsten, was ist eigentlich? Das kombinieren wir gleich mal mit dem Dings hier. Das ist das komplett. Und ja, das Dings, die Kurbel brauchen wir definitiv jetzt nicht mehr. Die hat ausgedient. Wir nehmen eigentlich nur das Gewehr mit und ein bisschen zur Selbstverteidigung, aber ansonsten alles cool. Jetzt gehen wir von hier aus den ganzen Weg zurück Richtung Herrenhaus. Wir waren eigentlich jetzt nur in dem Untergrund wegen diesem Steinring, damit wir das Objekt hier komplett machen können und den Schlüssel benutzen können. Da ist wieder ein Zombie, aber das interessiert uns nicht. Ich werde für solche billigen Zombies jetzt keinen Schrott schwenden. Ganz sicher nicht. Oh.
Da sind auch noch Zombies, aber die können. Können uns jetzt nichts mehr. Sollen die Toten vom Friedhof ruhig aufstehen? Okay, gehen wir mal zurück. Und dann müssen wir jetzt auch hier nicht mehr rein. Das war's jetzt endgültig. Das Objekt können wir wieder mitnehmen. Ich muss sagen, ich finde es schon echt toll, wie das die Entwickler gemacht haben, dass sich das so alles so fügt, diese Rätsel. Die fallen mir sehr, sehr gut. So, am besten gehen wir durch den Friedhof hier. In dem Haus dürfte sonst nichts mehr sein. Ich kann gucken. Da sind noch ein paar Räume. Das zeigt an, dass da irgendwas liegt. Aber wie gesagt, einiges bekam ich ja nicht. Das Messer zum Beispiel. Aber wie gesagt, wir sind hier fertig. Wir haben so gut wie alles. Wir werden uns jetzt Lisa persönlich stellen, indem wir das Grab ihrer Mutter aufsuchen. Und dazu steigen wir einfach runter und benutzen die Dinge. Ja, man hört sie schon. Sie wartet. Hier ist nochmal eine Schreibmaschine und wir können gleich nochmal speichern. Dann tun wir das letzte Fahrband hier weg. Aber wir werden dann gleich sowieso wieder ein neues bekommen, ich weiß es schon. Wir nehmen jetzt das Gewehr mit, vorsichtshalber auch, wenn ich es eigentlich nicht einsetze. Wir brauchen bei Lisa keine Waffe und wir nehmen gleich mal unsere Schlüsselgegenstände mit, die wir dann gleich brauchen, sonst muss ich gleich wieder hin. Die Medaillen. Lisa ist im Prinzip wirklich echt einfach. Die ist eigentlich kein Problem, wenn man sich war es das letzte Mal auch nicht. Und dieses Mal noch weniger. Jill. You're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Na, wir haben Gesellschaft. Ah!
time to talk. Jill, hand me my gun. Ja, und wir geben ihm am besten die Waffe, wie gesagt, weil sonst wird er noch draufgehen und das wollen wir nicht. Thanks, Jill. Ich vertraue jetzt einfach mal guten Gewissens und fange an, die Steine runterzuschieben, denn das ist alles, was wir tun müssen. Wie auch letztes Mal. Harry hat ja eine gute Magnum. Ist ein bisschen eine andere als unsere, aber er sollte sich ganz gut wehren können. Das war's schon. Und damit ist Lisa besiegt. Und wir werden sie auch nicht mehr wiedersehen. Ob sie überlebt hat oder nicht, wir werden es wohl niemals erfahren, vermutlich nicht, aber ja. Da liegt noch der Abschiedsbrief hier und alles mögliche und Zeugs und ja. Es ist einfach traurig. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Mehr hat er nicht zu sagen? Will er sich nicht irgendwie erklären oder so, warum er uns betrogen hat oder was das soll? Mit Wesker oder irgendwas vielleicht sagen? Nö, überhaupt nicht. Egal. Die großen Antworten kommen ja auch immer erst am Ende. Dann werden wir uns den Weg zum letzten Abschnitt freimachen, indem wir hier die Symbole verwenden. Die wir auch wieder so aufwendig besorgt haben. Das nenne ich mal eine außergewöhnliche Technik hier. Etwas so gut zu verstecken hier. Respekt. Und damit sind wir im Labor. Den letzten Abschnitt. Und ist ein Kinderspiel. Absolutes Kinderspiel hier. Wir haben hier gleich mal ein Farbband. Habe ja gesagt, wir bekommen ein neues Farbband. Dann werden wir auch gleich mal hier speichern. Nachdem Lisa jetzt tot ist. Die hoffentlich im Frieden ruhen kann endlich. Werden wir die Wahrheit ans Licht holen. Das legen wir ab. Wir nehmen jetzt die Pistole und ja, wir werden jetzt einfach mal so richtig die Pistole hier verballern. Pistole, Feuerzeug und Dings da. Mehr brauchen wir hier nicht. No. Aber jetzt kommen nochmal so richtig Zombies. Da sieht man auch schon nochmal so einen Benzinkanister. Oh, der Kopf sogar ab. Da muss ich den nicht mal verbrennen. Lebst du noch oder schläfst du schon? Oder?
Okay, der ist am Ende. Und der definitiv auch. Hier hinten ist alles abgeschlossen. Und hier haben wir noch eine zweite MMO-Disk. Das laden wir gleich mal auf. Ich kann gleich mal die Disk eventuell ablegen oder... Ah, die kann man eigentlich benutzen, jetzt gleich mal, aber man kann ja zumindest schon mal. Ich glaube, das Grab brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, eine Disk werden wir jetzt dann gleich mal brauchen. Man sieht, die Zombies sind alle weg, die haben wir schön verbrannt. Damit es auch keine Ärger mehr gibt. Na, dann haben wir hier erstmal einen Zombie, der kann weg. Du bist nicht tot, ich werde ich alles hier drauf. Oh, wow, wow, wow. Jetzt wird aber frech, ja? Alter. Okay, jetzt hat er einen Elektroschocker bekommen. Das ist doch auch immer mal wieder nice. So, dich verbrenne ich. Verbrenne hier alles. Und was so schön ist, können wir uns gleich noch den Rest vom Benzin holen. Ist kaum notwendig, aber ja, gut. Wenn man schon mal hat hier, ich meine, da wollen wir auch die Ressourcen nutzen. Das macht ja spielerisch auch wirklich Sinn und es macht auch wirklich Spaß. Ich möchte das auch nutzen. Und nicht einfach nur durchrennen. So, das war's. Der Kanister ist leer. Und wir können nochmal ein bisschen was verbrennen. Sollte es notwendig sein, aber ich glaube... Ja, ein paar Zombies kommen noch. Mindestens drei auf jeden Fall, weiß ich. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Geh mal hier lang. Hier lang und dann... Halt, 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 da war was. Ist ein kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Mit etwas beschenke uns Grünkräutern. Ich wette, auf normal oder spätestens auf leicht ist hier ein Halsspray drin. Wir bekommen bloß ein einfaches Ding, aber egal. Ich brauche jetzt den Platz, ich nehme das gleich mal. Falls ich verletzt wäre, bin ich jetzt spätestens kalt. Okay, die Tür ist verschlossen. Dann gehen wir hier rein. Genau, da haben wir das mit den Bildern. Das mit diesen komischen Röntgenrätsel hier sowieso beim letzten Mal auch nicht gemacht, also, aber ich kann sie mal aufhängen. Da können wir wieder einen Code erfahren.
den wir dann brauchen. Aber ich hänge es jetzt einfach nur hin. Mich interessiert das hier. Der Brief, da steht auch alles weitere drin, was man wissen muss. Die anderen Codes. Und ansonsten war es das hier schon, ne? Okay, lass mal sehen. Hier sind zwei Türen. Oder nein, hier ist eine Tür. Da gehen wir rein. Und dann benutzen wir gleich mal den Computer und werden die Türen entsperren. Mit dem Passwort Login John. John. Und dann das Passwort ist Ada. Die wir leider hier nicht antreffen werden, aber egal. Dieses Passwort ist Cell. Zum einmal die Türen sperren. Und dann hier auch noch. Da hinten müssen wir noch ein Batteriepack finden, weil bei Chris war hier eine Granate. Blendgranate, dann haben wir hier das Pack hier. Wie viel haben wir da aktuell? 7, Alter. Hätte eigentlich durch die ganzen Zombies hier am Anfang mich ruhig mal ein bisschen treffen können. Treffen lassen können. So, jetzt kommen wir aber hier rein. Und hier haben wir einen Zombie! Oh, hier ist Pistolenmuni. Waschbecken. Ja, das ist schon hart hier. Es tut schon weh hier. Du blutest ja schon. Du warst aber schwach hier drauf. Bin ich ja glatt Mitleid bekommen. So, hier haben wir noch ein kleines Ventilfilter, den nehmen wir mal mit. Und das Übertragungsgerät für die MMO-Disk. Da können wir gleich mal die erste Disk benutzen. Genau, das hat es freigeschaltet. Hier, weiterer Brief. Und dann sind wir hier auch erstmal fertig. Na, dann gehen wir mal da oben. Wir brauchen jetzt einen Schlüssel. Beziehungsweise die zweite MMO-Disk dann, wir nehmen es dann gleich nochmal. Wobei, ich glaube, das kommt dann später, aber egal, wir nehmen es schon mal mit. Wir haben es ja. Wir haben es ja. So, lass mal gucken. Ne? Ja, können auch gleich mal nochmal speichern.
Der Runde speichern. Und die MMO-Disk. So, jetzt kommt wieder etwas, was eigentlich ziemlich einfach gestaltet ist. Wir nehmen das Ding hier drauf und können uns den Film angucken. Ziehen wir das Bild mit den Wissenschaftlern und Wesker und den Code, den wir brauchen. 8462. Ah, da liegt noch eine zweite MMO-Disk, okay. Hier einmal eingeben. 8462. Und dann haben wir hier drin den Schlüssel. So, und hier haben wir das Video-Dings da. Da können wir uns ja noch das Kenneths Film ansehen. Vor seinem Tod, den haben wir ja schon von Anfang an hier. Ja, immer wieder nett. Der gute Kenneth. Dann schauen wir mal, ich habe hier einen Haufen Dings da drin. Ja. Ich müsste eine dieser Discs jetzt nochmal schnell ablegen. Weil beide brauche ich jetzt auf die Schnelle mit Sicherheit nicht so einfach. Und ich weiß nicht, dass dann der Platz doch ein bisschen knapp wird. Ach gut. Ja, hier können wir eigentlich gleich nochmal speichern. Und die ganzen Farbbänder jetzt weg. Okay, Fury. Dann lass mal gucken. Wir haben einmal die Tür. Einmal die Tür. Schlüssel werfen wir weg und wir gehen zuerst da rein. Spielt eigentlich keine Rolle, aber. Ist das das hier? Ja, das ist das hier. Wir haben jetzt dann gleich ein bisschen Besuch bekommen. Und die haben nochmal Gewehrmunition. Ohoho. Yeah.
Bin ich jetzt stark verletzt? Nö, leicht. Ja, diese neuen Insekten sind auch üble Gegner. Normalerweise benutzt man hier die Shotgun. Nicht solche billigen Kugeln, wie ich sie benutze. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verletzt. Ich kann noch mal einen schießen. Okay. Hier kommt man nicht raus. Das ist die, wo festgefroren ist. Da geht gar nichts mehr. Das heißt, wir gehen hier rein. Und dann kommen wir hier hin. Genau. Und dann haben wir wieder ein Dingsgerät zum Freischalten. Und dann kommen wir hier wieder raus. Ansonsten ist... Genau. Ja. Das war's. Das war's. Ganz einfach. Sind wir ein bisschen verletzt, aber wir gehen weiter. Wir bekommen jetzt dann gleich hier. Kommen jetzt dann zu einer anderen Schreibmaschine. Da ist die Tür, ist ja festgefroren und da sind Zombies. Okay. Du bist noch nicht tot. Wärst du tot, würdest du hier nicht so rummoxen. So. Tu den mal ein bisschen hier schocken, damit er sich auf den Boden legt. Dich zünde ich jetzt an. Das ist das letzte Mal, dass wir das verwenden können. Danach geht nichts mehr. So, der ist auch tot, okay. Gut zu wissen. So. Eigentlich muss ich sagen, die Pistolenmuni können wir jetzt komplett weghauen. Brauchen wir nicht mehr. Weil jetzt damit noch irgendwas zu machen ist sinnlos. Bam. Noch ein paar Treffer hier. Das war's. Die können wir weghauen. Das können wir schon längst weghauen. Das auch. Gucken mal, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben Gewehr. Noch mehr Gewehr. Magnum haben wir auch noch jede Menge. Haben wir noch gar nicht benutzt, die Waffe. Können uns noch mal heilen hier. Und das können wir mal hier kombinieren, bitte. Und das Spray nehme ich gleich mal mit. Falls wir es brauchen sollten. Und da ist noch mal ein Farbband. Und sogar noch mal hier Brand. Alter. Brandgeschosse, okay. Dann können wir auch eigentlich den Granatwerfer auch gleich noch mitnehmen. So, und einmal save mir. Ja, überschreiben. So, fügt sich das hier alles. Die letzte Minotisk nehmen wir noch mit und dann war's das. Nimmt Jill jetzt den hier. Gehen wir gleich mal hier lang.
So, und da kommen wieder Viecher. Oh. Ich mache den weg. Und dann... ja, gehe ich hier ran. So, du bist auch weg. Und hier haben wir das letzte Freischalt hier. Dann können wir Chris später befreien. Sehr gut. So, gucke ich mir noch um. Wir haben noch mal Batteriepack. Also ich muss diese ganzen Batterien links mal verbrauchen hier. Wozu habe ich die denn gesammelt? Komm, mach mal was. Guck mich mal von oben packen oder sowas. Ich möchte mal schauen, ob ich die schaffen kann hier. Ich tue jetzt mal ein bisschen rumspielen mit denen. Frag mich mal nochmal. Macht das eigentlich auf Schaden? Ich denke schon, das... es betäubt die sogar richtig, ja. Na, willst du mich nochmal packen? Okay. Du hattest deine Chance. Hey. Ja, ja, ja. Mal gucken, ist hier noch was? Wir haben einen Hauptaufzug, der hat keinen Strom. Süß. Ihr wollt weiterhin spielen, ne? Da ist die Selbstzerstörung. Der ist gewaltig. Und sonst hier. Ja, wollt ihr mich greifen? Das ist so geil, ich finde den Joker so cool. Die lernen es einfach nicht. Ich kann mich jetzt hier wirklich frei bewegen und kann hier die damit komplett nerven. Der ist sogar tot. Das hat den umgehauen. Zweimal schocken etwa und dann... Alter, geil. Komm mal her. Dann hauen wir den auch noch weg damit. Gehen wir nach oben. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht am Ende noch drauf gehe. Kommt mal hier. Nicht schlagen, ihr sollt mich greifen. Ah, das sieht so gut aus. Wie viel haben wir jetzt noch? Das Karte. Ein. Okay. Komm hoch. Hm.
das war's dann wohl. Dann ist hier mal ein bisschen Ruhe. Platsch. Okay. Er war noch nicht ganz tot. Aber jetzt. Also für uns gibt es hier drin auf jeden Fall nichts. Na gut, na gut. Das ist hier endlich auch mal ein bisschen ruhiger. So, wir müssen jetzt bloß gucken. Wir brauchen... Ja gut, der muss weg. Er macht uns nur später Stress. Wir brauchen die Kapsel, die hier drin ist. Ja, ich hab's verstanden. Explosionsgefahr. Die brauchen wir. Und dann müssen wir die wieder auffüllen, damit wir hier Strom herstellen können. Da würde ich jetzt dann aber vorher tatsächlich nochmal speichern, weil das ist eine Stelle, da kann man drauf gehen. Nicht, dass nochmal was passiert oder ein Monster nochmal kommt. So, das legen wir mal hier rein. Genau, 24 Speicherrollen hier quasi. Kann man sagen, auf schwer. Auf normal sind es bestimmt an die 30. So, mit diesen hübschen Dings hier gehen wir jetzt nochmal zurück in den einen Raum, wo dieser Zombie war. Mittlerweile kenne ich das Labor an sich auswendig. Das ist kein Problem. Aber wir gucken jetzt erstmal hier rein. Genau, wir haben ja die Dings geöffnet. Die sind entriegelt. Das klang gut. Denn hier unten ist doch unser alter Freund. Ja, diesmal sind die Rollen hier wirklich exakt vertauscht. Hey, Chris. Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Okay. Geht natürlich jetzt noch nicht, aber ich wollte ihn schon mal ein bisschen aufmuttern und ihm zeigen, dass ich noch am Leben bin und so. Die Waffe stecke ich mal weg. Wir werden das Ding jetzt erstmal mit Gas auffüllen hier. Treibstoffkapsel. Und ab jetzt darf man nicht rennen, weil sonst geht die wieder hoch.
Aber das habe ich ja alles das letzte Mal schon gesagt. Deswegen sollte man jetzt aufpassen, dass man auf keinen Fall auf ein Monster trifft, weil auch Schießen oder ruckartige Bewegungen führen dazu, dass das Ding explodiert. Und das muss nun wirklich nicht sein. Das ist nicht. Jetzt wäre es natürlich übel, wenn hier Zombies kommen würden, aber wir haben sie ja verbrannt und gekillt und alles Mögliche und da kommt jetzt nichts mehr. Es ist ja nur so im ersten Teil, dass wir die noch verbrennen müssen, anders später wird es dann ein bisschen einfacher. Ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber es werden wir dann schon sehen. Jetzt bitte einmal hier einsetzen. Ja, von wegen. So, bin ich das Ding los und wir können wieder rennen. Im Gewehr und allem Möglichen. Und damit können wir den Aufzug holen. Beziehungsweise. Yep. Immer diese Viecher. Dann müssen wir jetzt eigentlich hier nur den Strom aktivieren. Und dann haben wir das. So, einmal hier, Hauptaufzug starten und fertig. Und jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Wir laufen wirklich aufs Finale zu. Und ich werde mir jetzt, weil ich es kann, noch mal ein bisschen ausrüsten hier. Denn jetzt werden wir gleich den Tyrant gegenübertreten. Zum ersten Mal. Und da sollte eigentlich das Stärkste gerade gut genug sein. Da sollten wir eigentlich wirklich den Magnum nehmen. Ansonsten nehmen wir ganz normal die Dings-Munition. Das Dome ist alles leer, alles brauchen wir nicht mehr. Wir haben nochmal Heilung, wenn wir sie brauchen. Vielleicht blaues Kraut mal futtern. Das brauchen wir nicht mehr, aber weg damit. Gut, ich nehme die Magnum. Weil die können wir uns jetzt natürlich gönnen. Haben uns die ganze Munition aufgespart und dann wird das jetzt ein Kinderspiel hier. Funktioniert? Jill! Barry! You could have at least waited up for me, you know? Let's go.
Barry ist auch wieder, ja, wir sind wieder Freunde. Jill hat einen guten Charakter, sie ist nicht nachtragend, aber sie muss natürlich schon noch ein paar Antworten bekommen von ihm. So hat er die Waffe auf sie gerichtet. Er ist ja nicht scheinbar der Bösewicht hier. Bleibt da nur noch einer. Das ist Wesker. Und ab ins Labor. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Der Tyrant. Ja, das ist so ziemlich die größte Schöpfung, dass das Virus eigentlich hervorbringen sollte. Er lässt sich nur schwer töten. Das gebe ich zu. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Oh. Barry. Barry hatte doch noch Mut. Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Ich möchte noch hinzufügen, dass Wesker auf jeden Fall nicht tot ist. Auch wenn es so aussieht. Damn it! Auf das noch Kugeln. Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? Premature. Wer wird's wieder tun müssen? Ich natürlich. You viral cultured freak. Du müsst einfach nur schießen hier. Da, da. Oh, wow. Ihr habt mir eine gescheuert und... Alter, macht der Schaden. Okay, okay, ich hab's ja verstanden. Bam, bam. Leer. Okay, der hat sich flach gelegt. Barry? Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. Er ist weg. Ich sag, er ist nicht tot. First, let's just get out of here. Der Typ muss echt ein Profi sein, wenn er sich hier rausschleicht, ohne dass ich das merke. Ja, ich hätte ihm vorher vielleicht noch ein bisschen angucken können, dann hätte sie was gesagt, aber jetzt ist es zu spät.
Gut, dann nehmen wir mal die Shotgun. Muss nur schnell den richtigen Schalter finden, den finden wir hier. Damit wir wieder rauskommen. Na, das ist ja praktisch. Das letzte Mal hat es ja Rebecca für uns getan. Diesmal macht es besser. Er will anscheinend uns hier vernichten damit und Spuren verwischen. Denn ich werde jetzt nochmal mich ein bisschen ausrüsten mit allem, was wir noch übrig haben. Und zwar nehmen wir hier Granatwerfer mit, weil da bekommen wir, glaube ich, nochmal ein letztes Mal Munition dann später und dann die Munition für die Magnums. Die lassen wir natürlich nicht stehen. Ja, noch ein bisschen Kräuter, wenn wir es brauchen. Wir werden dann am Ende die Magnum für den Tyrant benutzen. Ansonsten benutzen wir jetzt noch das Gewehr hier für die Monster, die kommen. Okay, 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 okay. Also, dann holen wir mal Chris raus. Dann müsste sich jetzt die Verriegelung gelöst haben. Chris muss ja schon höllische Angst haben, wenn er das hört und denkt sich hier, wir lassen ihn im Stich. Das Schloss ist geöffnet, jawohl. Wir wollen das beste Ending haben und dazu brauchen wir ihn natürlich. Offizielles Ende. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Nee, 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 in der Zelle ist noch ein bisschen Munition. Das wissen wir doch. So, hier haben wir genau, hier haben wir nochmal Brandgeschosse. Brandgeschosse für den Granatwerfer. Die werde ich dann auch für den Tyrant benutzen. Dann haben wir wirklich genug Munition. Das letzte Mal war es ein bisschen knapp. Ich hatte ja, glaube ich, nur ein Magazin von der Magnum und ein paar Gewehrschüsse, aber mehr nicht. Da musste ich die Zeit runterrennen lassen, damit ich hier Rebecca retten kann. Aber dieses Mal können wir uns eigentlich ins Gefecht früher schon stürzen. Come on, let's go. Ah ja, geh mal zu. Er wurde ja von Anfang an von Wesker gefangen genommen und sitzt hier seit Beginn des Spiels unten. Das ist wirklich bitter. All personnel must evacuate immediately.
Dieses Mal werde ich auch hier vorne nochmal speichern. Weil zuletzt hatte ich ein bisschen zu früh gespeichert. So, das war's. Mehr haben wir ja nicht. Wir haben keine Heilung mehr. Haben tatsächlich hier alles aufverbraucht. Ja, passt. Perfekt. So muss das sein. Come on, come on, hurry! Beide haben überlebt. Perfekt. Ja. Hier durch diese Tür. Da bekommen wir sogar noch mal ein bisschen Verband hier. Die Jill hat da so viel Platz, sie kann es ertragen. Grünes Kraut. Ja, ob das noch großartig hilft, aber egal. Yep, ein Zeichen für Brad. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Sicherungskasten für den Aufzug, damit wir auch wegkommen. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Aber warum fahren wir nicht alle zusammen? Geht das nicht? Das ist zum Beispiel etwas, was ich ein bisschen seltsam finde. An sich ergibt es wenig Sinn. Warum nicht alle gemeinsam fahren, als ob der Aufzug das nicht tragen könnte. Okay, wir haben 3 Minuten. Aber diesmal werde ich nicht warten und runterlaufen lassen. Wir benutzen sofort hier das Leuchtgeschoss. Dass das hier einfach oben steht. Und irgendwie seltsam. Hm? Jill! You made it! Naja, nicht ganz. Barry in Ruhe! Er tut gerade so, als ob das ihm überhaupt nicht aufmacht. Ich schieße ihn aus dem Hintern, aber er denkt sich, nö. Okay, die ist leer. Da ein bisschen Feuer hier. Alter! Was für ein Schwein! Barry schießt die ganze Zeit auch wieder alles, was reingeht hier. Ja, wenn du da ein bisschen was reinkommst, dann kommt der schon. Alter, jetzt verzieht der echt keine mehr. Okay, dann die hier. Wow. Der kann es echt nicht lassen, ne? Okay, nochmal ein letztes Mal heilen. Dann schießen wir das Zeug halt. Alter, was für ein Schwein. Okay, Jill, du musst jetzt. Jetzt müssen wir die Waffe übernehmen.
Und bang. Oh, abgewehrt. Dann eben nochmal. Ehrlich mal. Bei solchen GT hilft einfach nur noch der Stärkste. Ah, das war doch mal ein guter Abschluss wieder. Und bang, alles geht hoch. Das beste Ending. Alle sind gerettet. Rebecca lebt natürlich auch noch, aber sie kommt halt jetzt in diesem Ending nicht vor. Das war's mal wieder. Resident Evil 1. HD, zweites Mal durchgespielt. Ja, als nächstes folgt Resident Evil Zero. Das wird bedeutend härter. Aber wir werden es nur einmal durchspielen müssen, da wir hier keine zwei verschiedenen Personen je Durchgang steuern müssen. Sondern es geht alles auf einmal. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt dann gleich morgen beginnen werde. Eventuell mache ich auch einen Tag Pause dazwischen und dann werde ich übermorgen beginnen. Alle Let's Plays, die ich natürlich hier auf Twitch streame und so, lade ich auch für YouTube hoch. Könnt es dann in bester Qualität verfolgen. Und ansonsten war es das eigentlich. Aber man hat gesehen, es ist wirklich, wirklich nicht schwer. Es ist eigentlich wirklich nur die ersten 5 Minuten, kannst du sagen, schwer, weil du einfach keine Munition hast. Aber später kommt dann irgendwie so viel, als ich den Entwickler gedacht habe, es kommen ja auch viel stärkere Monster, braucht man viel Munition, aber an vielen kann man auch vorbeirennen und dann hat man auch die ganzen Verteidigungsobjekte. Es ist wirklich keine große Sache. Das Spiel spielt man eigentlich einmal auf normal durch und danach eigentlich dauerhaft nur noch auf schwer. Und das ist halt auch eigentlich schon zu einfach. Man könnte den speziellen Überlebensmodus benutzen, aber das mit den Kisten, das mag ich überhaupt nicht, also. Aber gut, umso besser, dann wird Zero jetzt dann eine Ecke härter und nochmal eine neue Herausforderung für mich. Aber das sollte auch kein großes Problem sein. So richtige Antworten haben wir jetzt auf das Ganze ja nicht bekommen, aber lässt halt eben auch noch Fragen offen hier. Jill, you did a fine job. Diesmal waren wir schneller dran. 6 Stunden 18. Das ist nicht viel. Lediglich Kreaturen 66, abgefeuerte Schüsse 302. Farbbänder natürlich alle verbraucht und verwendete Heilungsobjekte 25. Nicht schlecht. Jetzt versuchen sie nochmal zu überleben, wenn die Gegner unsichtbar sind. Der Modus unsichtbare Gegner wurde freigeschaltet. Viel Glück. Ja, das ist auch wieder so ein. Es gibt manche auf YouTube, die spielen das. Ich werde es vermutlich nicht machen, weil davon halte ich nicht mehr viel. Oh, ich habe neue Steam-Errungenschaft. Fashionista, alle Kleidungskostüme. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil die hatte ich eigentlich sowieso schon alle. Meines Wissens noch. Wer hat den Zombie mit dem Granaten spielen lassen? Ein mit einer Menge Granaten bestückter Zombie streift durch das Haus. Gehen Sie ihm lieber aus dem Weg, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Okay. Sind auch nochmal so volle Spiel-Modi. Ich habe jetzt tatsächlich was Neues freigeschalten. Echtes Überleben, unsichtbare Gegner. Habe ich jetzt ein neues Kleidungskostüm? Tatsächlich.
Das kannte ich, hatte ich tatsächlich davor jetzt noch nicht. Ich dachte, es gibt nur die drei hier. Okay. Also anscheinend hat das Durchspielen auf schwer irgendwas bewirkt, dass ich jetzt hier... Aber ich hatte es eigentlich schon mal auf schwer mit Chill durch, dachte ich. Also, naja gut. Vielleicht habe ich mich geirrt, aber egal. Ja, das sieht doch mal richtig nice aus. Damit hätte ich es jetzt am liebsten gespielt. Egal. Ja. Das war's. Resident Evil 1 ist fertig. Und ja, wie gesagt, Zero wird so bald wie möglich folgen. Bis dahin verabschiede ich mich und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.